Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Europa Barbarorum 2, dem realistischen römischen zeitalterlichen Medieval 2 Total War Mod. Und ich habe eine Abstimmung bei Part 0 gemacht, wo ihr abstimmen konntet, was ich als zuerst, also welches Volk ich zuerst nehme. Und ab jetzt könnt ihr in Part 0 für das zweite Volk wählen, wenn wir das erste durchgespielt haben, nicht mehr weiterkommen oder einfach kein Interesse mehr da ist. Ich mache kurz die Musik ein bisschen leiser. Tut mir leid, wenn es ein bisschen laut ist, aber die wird irgendwie immer wieder ein bisschen lauter. So. Änderung. So. Also, die Ptolemäer, Ägypter sind die Gelben, die da. Und sie sind challenging, haben ein großes Reich schon von Anfang an. Ob sie das auch halten können, weiß ich nicht. Aber mir fällt auf, dass ich meistens in der Kommandion schon viele Reiche hier hatte, also mehr Ding von Ägypten gesehen habe auf dieser Seite von Türkei. Ja, also die erste Kampagne habe ich gesagt, die mache ich leicht zum Einsteigen, weil es ist recht schwer, das Spiel auch, also leicht bedeutet jetzt zum Beispiel schwer und sehr schwer dann unmöglich oder so etwas. Also Schlachtzeitlimit lasse ich aus, damit Schlachten auch zu Ende geführt werden können und nicht endlos gehen müssen, wenn irgendwas klemmt oder so. Alle Städte verwalten habe ich ein und KI-Züge lasse ich mal an. Wenn es zu viel wird, zu lange geht, mache ich es aus. Und Kampagnenregeln mache ich auf kurz, weil das reicht völlig. Wir werden genug lang bleiben können, auch weil ich die Dauer der Kampagne nach oben geschraubt habe. Und sie ja, dadurch wahrscheinlich hunderte Parts gehen wird, tausende Parts sogar. Und ja, also wir haben genug zu tun, deshalb zuerst kurz, dann da leicht und leicht und hier oben nur wichtige Informationen. So, dann beginnen wir mal. Ich hoffe, es stürzt nicht ab, weil manchmal stürzt es ab. Ja, ohne Absturz. Ptolemäi, das ist wahrscheinlich der lateinische Name für Ägypten. Oder Beduin, also Pharaonenland oder so etwas. Also es ist recht viel auf Lateinisch gehalten, weil es einfach realistischer ist. Aber meistens nur das, was man nicht übersetzen muss, zum Beispiel die Namen der Städte und so weiter. Und der Einheiten. Ja, also laden bitte. Also es geht relativ lang zum Laden, weil es ein großer Mod ist. So. Also dann schauen wir uns mal das Reich kurz an. Bevor wir Einheiten denken. Also ich muss jetzt zuerst einen Nachfolger ja, auswählen für das Erbe. Und jetzt müsst ihr einfach darauf achten, wenn ihr selber spielt, wenn ihr rechts klickt, entweder geht es nicht, keine Ahnung, wie es nicht geht, oder die wird sofort hinweisen, also man hat keine Bestätigung, nichts. Und wir sehen hier so auch nicht die das Alter zum Beispiel und weitere Persönlichkeiten. Aber ich denke mal, ich nehme einen mit viel Loyalität und wenig Kampfstärke. Kann ich das so? Oh. Okay, vielleicht kann ich das später nochmals machen. 34, 32, 25, der wäre nicht schlecht. Der hier? Erbe, das ist schon der Erbe. Okay, die haben schon tote Anfänge. Komisch, das habe ich jetzt bisher auch noch nie gesehen.
Modus sind heute gestorben, aber wahrscheinlich nicht. Also heute in diesem Jahreszeit. Also dann nehme ich den hier. Ptolemaios Nios, Alter 20. Okay, ist schon ausgewählt. Scheinbar muss ich es nicht mehr auswählen. Oh, Basileus. Eine Gruppe Veteranen und Bürger der Petropolis stehen nun bereit, mit ihren Familien auf dem Land zu siedeln, welches ihr ihnen anstandslos geben könnt, so dass sie euch dabei dienen, die Grenzen zu sichern und die Stabilität der Region sicherzustellen. Ihr habt jetzt die Option, eine Kolonie mittelmilitärischer Siedler zu gründen oder eine vorhandene in einer eurer Region zu verbessern, die weder ein hellenisches Polis noch in einer einheimischen Militärkolonie besitzt. Noch eine, okay. Und eine hinreichende Infrastruktur der Landwirtschaft erschlossen hat. Die Kolonie fordert die hellenische Kultur und gewährt euch auf Kosten von geringerem Unterhalt den Zugang zu hellenischen Truppen. Je mehr hellenische Metropolis eure Seite kontrolliert, was ist das eigentlich? Das da. Ja. Kontrolliert, umso mehr Kolonien können gegründet oder aufgebessert werden. Also ich verstehe jetzt das nicht ganz richtig. Ich habe leider noch nie so ein Volk. Das da? Das ist ein Dorf. Hui. Also hier müssen wir sehr viel mit Spionen erkunden, damit wir wissen, wo die Städte sind und so. Da ist zum Beispiel ein Spion, okay. Das da. Die kleinen. Und wie man. Also wahrscheinlich sind das wie bei den anderen Völkern. Einfach die kleinen Dörfchen, wo man besetzen kann. Und sofort errichten. Also glaube ich Forts kann man gar nicht mehr errichten. Das sind jetzt die Dörfer. Und okay, die zwei sind sowieso uns. Also auf der Kampagnenstarkkarte waren ja die zwei nicht unser. Aber hier sind sie plötzlich unser. Helens, okay. Ja, ich bin gespannt, wie gut ich draus komme. Und wie wir das lösen könnten. So, wo beginne ich am besten? Bei den kleinen Dörfern. Weil wahrscheinlich ist unser Geld recht begrenzt. Okay, 13.000 ist recht gut. Der Mechtybolos. Mhm. Also, hier haben wir überall die Produzenten. Hier zum Beispiel großer Steinbruch. Und die werden hier in den Siedlungen dann gehandelt. Also zum Beispiel Edelsteine, Marmor, Wein und so. Also. Beginnen wir einfach mal mit dem Dorf hier. Und schauen, was wir so machen. Also Tempel. Tempel. Und Gebäude haben wir unten, die wir schon gebaut haben. Provinz Libeye, Porologia, Administrativkultur. Also das ist wahrscheinlich so eine Farm. Hier ist so eine Politikart. Administration, das ist so zum für die Ordnung gut, Steigung des Handels und Rekrutierungsplätze und einen Weg. Also, ja, das lassen wir auf normal, weil wir recht neutrale Ding haben, Beliebtheit. Und nehmen mal den am besten kriegerischen Schrein. Isis. Ist dies nicht der böse Gott? Serapis Zeus. Gebäudekartei Schreine. Tempel of Battle. Also man sieht leider nicht, was sie bringen. Aber wenn wir hier den Hieron Horo okay, nehmen, dann haben wir sicher mal etwas mit Krieg. Farming ist eher so für die Erträge auf der Farm. Fertility ist, oh, was ist das schon hier?
keine Ahnung, Forge ist dann für die Schmiede, Fun ist für den Spaß und Gouverneurs, puh. Ja, es ist alles ein bisschen anders, aber ja, wir können das immer wieder abreißen und da wieder neu machen. Ich möchte eigentlich den Forge nehmen. Battle. Ich weiß nicht, Vorspringen ja bessere Rüstung und bessere Schwerter und Battle mehr Kampfkraft für die Soldaten. Da nehme ich Forge und nehme hier Temeros Tiota. Hm, sind die? Das da, ja. Okay, 5 Zufriedenheit. Nehmen wir. Jetzt kommt Alexandria dran. Ja. Der heißt Alexandria. Das ist wahrscheinlich auch lateinisch. Oh, hier sind die Gebäude sehr teuer. Also ihr müsst immer schauen, dass ihr eure Gebäude nicht dann... Also dass ihr andere Gebäude nicht mehr bauen könnt, weil ihr zu viel... gebaut habt. In anderen Städten. Aber hier könnten wir mal den bauen. Das mit dem Soldat mache ich dann später. Weil da müssen wir auch ein paar Soldaten kaputt, also einen auflösen. Hier haben wir einen Tempel. Nö, noch nicht. Doch, sollte schon einer sein. Ah, da. Aspletos. Naiskos Asplectiu. Fort. Was hatten wir? Wo ist denn der Tempel? Amanos. Naiskos Askletico. Ja, es ist sehr unübersichtlich. Das da. Okay. Farming. Okay, dann benutzen wir hier den Farmen in Memphis. Das ist auch sehr eine bekannte griechische, alte griechische Stadt. Wir nehmen aber hier bauen wir mal nichts. Aber hier kann man die Steine hochstellen. So. Aber so, dass noch Leute... Also nicht ausziehen, ich weiß es nicht. Orange ist. Orange ist 0, okay. Jo, dann hier. Tja, ein Port. Würde das was bringen? Ja. 6000. Das haben wir fast nicht mehr. Ich weiß nicht, wie an ich Geld herkommt. Das Geld herkommen soll, wenn. Doch lieber bauen etwas muss, oder? Also, dann machen wir mal hier weiter. Ptolemäus Akko. Könnte Jerusalem sein. Mal einen Hafen bauen, einen kleinen. Das ist normal. Hm. Hier denke ich auch mal einen Hafen. Okay. In Side könnten wir. Ja, bauen wir nichts. Es wäre schon gut, wenn wir hier eine Schule. Das gibt Ding Bonis für die. So, also.
diese Dinge, was sie haben. Wie sagt man denn? Besonderheiten hat. Also dann lasse ich das mal, oder kurz Kopfbeide-Kartei. Wo war das? Ich mach Battle. Das war Terminus. Ja, es gibt zwei Terminus, aber das ist wahrscheinlich Horror, oder? Ach Gott. Da. Horror, ja. So, also ihr seht schon, es ist recht viel schwieriger als das Hauptspiel. Oh, hier müssen wir Soldaten stationieren, sonst werden die Bürger zu unzufrieden. ISIS, da machen wir mal kurz schauen. Farming Asklepio. So. Und das letzte. Militärische Administration. Öffentliche Zufriedenheit minus. Okay, Felder. So, und jetzt machen wir hier das mit den Soldaten. Hoplitei. 16, 10. 300. Ja, einen weg. Zwei weg. Mit wem sind wir im Krieg? Was, so viel? Okay, wir sollten nicht so viel wegmachen. Irgendwie müssen wir zu Angel kommen und gleichzeitig sparen. Eleuterei, das ist klar, das sind die Dinge, aber die vier ist nicht ganz so gut. Also, ich brauche Diplomatie zuerst zum Planen. Spion. Wie bekomme ich Diplomaten? Tja, das ist jetzt gerade. Das Problem ist, es ist sehr unübersichtlich. Da haben wir einen. Diesen oben. Diesen oben. Der andere auch. Mazedonien ist oben. Ist oben. Ist oben. Ist oben. Ja, also was brauchen wir denn dann hier? Was tun wir jetzt denn nach oben? Es gibt überall keine Diplomaten zum Bauen. Da ist einer, aber den bekommen wir nicht rüber. Also wir werden uns einfach so ein bisschen in den Häusern, in den Städten verstecken. Und hier unten müssen wir nicht so viele Soldaten haben. Ah, oh, komm nicht lecken. Hallo? Gut, danke. Ja, hier geht sowieso nichts zum Rekrutieren. Was ist jetzt plötzlich los? Fraps. Fraps. Fraps, bitte nicht. Oh, sorry, Fraps hat momentan Probleme. Hallo. Hallo? Fraps. Geht's jetzt wieder, bitte? Was ist das jetzt so laggy? Hallo. Jetzt ist wieder besser. Ja, das liegt nur am Fraps. Keine Ahnung. Also, hier haben wir doch gedacht.
Die sind recht günstig. Die sind auch günstig, nehmen wir nicht weg. Die können wir dann nach oben schieben. Wir brauchen einfach gute Soldaten mit viel Loyalität. Das ist zum Beispiel viel zu viel. Weg. Das sind sehr starke Einheiten, die muss ich nach oben tun. So, und dafür einen Soldaten mit viel Loyalität. Das ist sowieso der der König wahrscheinlich. Kann man leider nicht schauen. Dann nehme ich den mal raus. Ja, bitte. Und so. Nach oben einfach zur Sicherheit. So. Danke. Du gehst ja auch hier nach oben. Dann gehen wir hier rein und schauen. Ja, skirmisch. Ja, skirmischer. Die anderen sind leicht. Du hast recht viel Loyalität. So. Du da. Gehst hier rein, danke schön. Schauen wir mal hier, was so hier ist. Okay, dann ist da oben eine Stadt, die kann man leider nicht mit dem Attentäter aha. Yudoyoi. Kann das sein, dass die... Mal kurz. Nein, für uns ist es nicht. Das ist wahrscheinlich Erläuterer, also die... wieso geht das jetzt auf? Weites Merkmal erlangt. Also, die tun wir jetzt vorläufig hier rein. Werden ein paar auflösen, aber nur die teuersten. Reiter sind sowieso recht schwach am Anfang. Weg. Die da. Die sind sehr schwach. Ah, die haben sehr lange Speere. Ja, den lasse ich. Ich hoffe nur, wir haben dann genug Geld noch. Die bringen es nächstes länger weg. Kampfbonus im Schnee, ja, ganz klar. Weg. Weg. Jetzt noch Fragezeichen. Weg. Der Rest brauche ich halt einfach. Attentäter. Darüber. Ich weiß nicht, ob die da mich entdecken. Ja, ich tue den rüber hier, den habe ich schon. Das sind nicht meine Boote. Und hier. Folterknecht, okay. Kampfbonus im Schnee. Ja, die lassen, ja. So. Dann haben wir gleich die erste Runde. Die erste Runde ist meistens die längste. Vorbereiten müssen. Also am besten ist immer mehr zu
aufzulösen Einheiten und dafür mehr bessere, günstigere Einheiten wieder auszubilden, wenn ihr dann das Geld habt. Weil, ja, sonst kommt die wirklich dann plötzlich in Probleme. Das ist nicht so gut. Also Geld müsst ihr aufpassen. Da muss ich es lassen. Also hier habe ich sehr viel Angst, dass von jeder Seite Ding kommt. Also. Jo, das war's schon mal mit dem ersten Part. Leider jetzt in diesem ersten Part nur eine Runde, aber dafür kommen dann die späteren Parts. Damit mehreren Runden Vorbereitung muss sein. Und ich hoffe, es hat bisher euch gut gefallen. Und wenn ihr eben Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt oder wenn ihr abstimmen wollt, die Abstimmung findet im Part 0 statt. Und immer, wenn ich gestartet habe, kommt dann das nächste. Also die Abstimmung ist dann für das nächste Spielstart, nächste Reich. So, welches Reich ihr wollt. Dann machen wir mal Aigu. ELP 1.